Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. In Welt 4 sind wir schon ganz gut vorangekommen und können jetzt in die Festung mit Yellow oder John, wollen wir ihn nennen, den gelben Yoshi. Big Puschels Festung. Achtung, Kettenhunde. Das fängt ziemlich fröhlich an für eine Festung. So. Jetzt gehen wir ja noch aus dem zweiten Level. Ih! Aber das war fies. Wer erwartet denn, dass der direkt neben dem zweiten einschlägt? Gut, wahrscheinlich jeder außer mir. Aber jetzt wissen wir es ja. Sowas ist immer nur auswendig lernen. Und ja, Puschels, ihr macht ja. Oh, ne. Ach, ja. Das war's. Ich hab mich doch wieder an was erinnert. Ich wusste jetzt, dass was passiert, aber nicht mehr genau, was es ist. Und es ist diese Szene, wo man vor dem Kettenhund wegrennen muss. Seine Zähne sind kaputt. Oh. Das war irgendwie gerade eine ziemlich bescheuerte Aktion, die aber ziemlich cool aussah. So, wollen wir hier hinüber? Hinauf, nicht hinüber? Gibt's hier nochmal Treppen? Ja? Ich wollte noch versteckten Wolken gucken, deswegen bin ich dahin. Aber keine Wolke. Was jetzt schon? Die Szene mit den großen Ketten sieht zwar schwierig aus, aber eigentlich ist sie ziemlich spaßig. Okay. Ich werde den Sternenkreis jetzt erstmal nicht berühren. Das sieht ziemlich nach finde den richtigen Weg aus. Wir gehen links. Fangen links an. Ach so, ich habe erst seinen Topf gegessen. Ich habe den Topf noch im Mund gehabt. Um den zu treffen. Ey, der verschwindet. Er verschwindet. Was ist hier? Treffen will gelernt sein. Kommt her. Da. Gut. Erstmal ja. Da haben wir nur eins verbraucht. So, da muss man wohl okay. So, mal zurück. Sobald der im Bild ist, fängt er an zu verschwinden. Okay, da muss man sich beeilen, eindeutig. Hier rüber. Boah, hab ich die Deppen gesehen. Die kann man ja leider nicht erledigen. Nur lahmstellen. Huch, ich wollte ihn nicht fressen. Nehmen wir mal den Pfeil mal nicht mit, das geht auch ohne Pfeil, ja. Nur geschickt machen oder mehr Glück als Verstand haben. Kann ich den essen? Ja, der macht sogar. Weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich soll der erst nach rechts. Nö, nix da. Hat mich auch nicht getroffen. Also ich meine, das Schloss scheint nicht mit Sternpunkten zu geizen. Das bedeutet wohl, dass er erwartet, dass wir getroffen werden. Aber bis jetzt eigentlich ganz gut. Bis auf den Anfang. Ja. Das treffen wir auch noch. Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Gut. Aber wahrscheinlich muss ich 4 Schlüssel finden oder sowas. Ich mach mal auf. Und guck. Jetzt schon wieder ein Sternenkreis. Kommen wir hier schon zum Boss? Ja, wusste ich's doch. Man muss einen Schlüssel finden. Den Sternenkreis hebe ich mir erstmal auf. Dann wollen wir mal rechts lang. Ich glaube, da wird einem gezeigt, was einem erwartet. Da waren jetzt so Eisstacheln. Und die gibt's jetzt bestimmt. Ach, verdammt, die können ja durch Wände. Was, so fühlen wir jetzt Lego? Oder hier ist das Blockball? Genau, Blockball. Ja, Blockball, ich kenne, das ist ein echtes Ural-Spiel. Aber hier wirklich Blockball? Was seid ihr denn für welche? Wirklich Blockball spielt? Man kann. Also ich muss versuchen, mich loszuwerden. Sag mal, haben die Schnupfen? Ich kann hier wirklich Blockball spielen, das ist witzig. Ich habe
eben was Gutes gesammelt. Erhalte ich genug Eier. Ein Bandit. So, komm her. Nimm uns nicht. Ich bin auf dich gesprungen, du Depp. So unfair. Echt nett. Vollkommen unfair. Das ist nicht unfair. Sag doch, das Spiel erwartet. Moment mal. Eigentlich wollte ich den da aufmachen. Verdammt, muss ich mir Eier holen. Weil da ist eindeutig ein Block, den wir zerstören können. Das ist verdächtig. Übel verdächtig. Immer die Umgebung im Auge behalten. Nichts. Verschiebung. Nee. Schaffe ich es darüber? Ich hoffe es. Nichts Besonderes. Den Schlüssel haben wir noch nicht entdeckt, aber wir haben wieder diese Mies-Scheigeis. Haben Sie denn Schnupfen-Scheigei? Kanonen-Scheigei? Jedenfalls, ich glaube, sie sollen eindeutig Schnupfen haben. Das ist eindeutig. Hier soll ich mich ducken. Los, schieß schon. War ja klar, dass ich jetzt in dem kleinen Schnupfen. Auf mich anzustecken hier. Der Schnupfen tut ganz schön weh. Das. Verdammt! Hätte doch den Sternenkreis benutzen sollen. Also den anderen Sternenkreis. Halt, jetzt muss ich hier nochmal loslegen. Jetzt wissen wir auch, warum da so viele Sternenkreise verteilt sind. Da würde ich das eigentlich gern schaffen. In diesem Part. Nicht in diesem Part, ich meine, die Aufnahmesession noch. Aber wir wissen jetzt wenigstens, wo es lang geht. Erstmal kümmern wir uns wieder um den Kaktus im Topf. Ich hab gesagt, wir kümmern uns um den Kaktus im Topf und nicht der Kaktus im Topf kümmert uns sich um uns. Sehen aus wie Tuska. Jo, das ist jetzt Tuska. Das war eigentlich nicht so geplant. Ich weiß, was immer alles in seinen Maul bekommt. So, erstmal legen wir euch lahm. Gut. Wie gesagt, wir brauchen den Pfeil nicht. Hier herüber. Aber eine rote Münze. Und noch ein paar Sternpunkte. So bist du eben gefallen, Yoshi. So. Gut. Oh nein, verdammt. Ich bin angedutzt. Werden wir doch mal den Pfeil benutzen müssen, glaube ich. Erstmal legen wir dich lahm. So, und jetzt kommen wir. Ist wenigstens einer von denen, der nicht verschwindet. Er versucht mich anzu. Ne, ich werde nicht angespuckt von deinen komischen Stachelbomben. Komm schon, ich will nicht die Wand verschieben. Hey, der hat ja seinen Topf nicht mehr gehabt. Hab ich den etwa getroffen? Wieso werden sie eigentlich plötzlich mobil, wenn sie keinen Topf mehr haben? Viel Sinn ergibt das nicht. Und mit den ersten Schlüssel. Und diesmal machen wir die Tür auf und benutzen den Sternenkreis da drinnen. Da haben sie sich ein längeres Schloss ausgedacht. Aber nett gemacht, muss ich sagen. Ich erinnere mich wieder ein bisschen dunkel an das Puschelschloss. Ich weiß manchmal so genau, wie der Puschel funktioniert. Vielleicht müsste man seine Füße angreifen. Er kann mir höchstens wieder seinen Hinweis geben. Macht er ja immer. Ist natürlich damit auch, dass jüngere Publikum Spaß an dem Spiel hat. Aber manchmal frage ich mich, Kinder sind nicht so blöd, wie wir Erwachsene manchmal denken. Ich meine, wir haben die Spiele auch als Kinder gespielt und sind dann darüber aufgeregt. Dass man ja gerade einen Hinweis auf dem Silbertablett bekommen hat. Kopfball. Wie gesagt, ich bin total schlecht im Blockball. Der auf dich springen wollen. Gib mir Mario. Guck, der hat ihn schon losgelassen. Wo bist du denn? Da wieder? Nochmal.
Ha, diesmal habe ich's. Diesmal habe ich dich. So weniger, ja. Und diesmal tun wir uns hoffentlich nicht an den Stacheln weh. Die sind ja ein Instades. Ich rede wieder komischen Anglizismen. Ich meine, die bringen uns sofort um. Was ist eigentlich da drin? Noch was? Sterne? Ja. So, das Spiel geht wirklich davon aus, dass wir uns hier wehtun. Wo tut ihr denn gerade hin niesen? So, ich glaube, ich niese. Also ich denke, dass sie niesen. Sieht irgendwie danach aus. Bleibe stehen, ziehe ihn einmal ein und dann kommt die Kanonenkugel. Gut. Knall. Du auch noch bitte, schieß. Genau das wollte ich sehen. So, da waren jetzt die verdammten Stacheln. Die machen wir jetzt fertig. Dich auch noch. Das war cool, muss ich sagen. Wieso kriege ich halt auch der Zufallsaktion hin? Heute habe ich einen guten Spieltag, wie es scheint. Zumindest für Yoshi. Ich meine, Yoshi kann ich halt gut. Jump'n'Runs, das mache ich halt echt gern. Halt, da komme ich her. Da komme ich her. Wieso gehe ich denn da lang? Ich muss zurück. Ja, jetzt habe ich es gleich. So, jetzt wieder. Verdammt. Ich dachte, jetzt hat er so lange gebraucht, jetzt kann ich da lang. Hätte sie vielleicht auch fressen können. Die Kanonen-Willis. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich kriege ich. Ey, der wirft ja eine rote Münze. Nein! Versucht abzuhauen, auf alle Fälle. Ich habe leider keine Eier jetzt. Ich kann die Wolken nicht aufmachen. Ha, das passt. Noch einen bitte. Noch. Fies. Gut. Windsterne kommen, bloß nicht nach oben springen. Da war der Schlüssel. Gut. Schieß nochmal. Du bist ein wahres Kanonen-Willi. Da habe ich mal Glückbild gesagt. Gut. Sieht aus, als sind wir gleich da. Ich habe schon einiges an Punkten gefunden. Das ist schön. Tja, da muss ich mal die nächste Tür aufschließen. Ich glaube, man kann immer nur einen Schlüssel auf einmal tragen. Puschels sind wieder hier, aber das passt eigentlich. Denn ich will euch zu Eiern machen. Gut. Ja. Hier muss man auch wieder die Tür aufschließen. Was sind das für Freaks da unten? Könnten gerade aus dem Hörbespiel stammen. Jetzt gehen wir unten links, nicht wahr? Unten links finde ich gut. Wir gehen unten links. Keine Widerrede. Vielleicht doch keine so gute Idee. Das sieht feurig aus. Jetzt gehe ich mal erstmal rechts. Aha, kann ich mehr Eier auffüllen, aber ich habe jetzt genug Puschel. Ich muss im Eimer. Das ist ziemlich fies. So, ich habe mir den da genommen. Und wir bleiben im Eimer. Das ist eine ziemlich große. Oh Gott, war das knapp. Ich dachte eben, ich bin in der Lava gelandet, aber ich bin irgendwie auf der Plattform gelandet und das war mehr Glück als Verstand. So, komm her, damit du uns nicht störst. Der dreht sich viel zu schnell. Ich höre doch irgendwas spucken. Den da. So, wieder ausspucken. Da keine anderen Gegner sind, werde ich ihn gleich mal ausspucken, damit ich gleich den nächsten übernehmen kann. Was bist du? Da, das war nicht gut. Ja, wir müssen am Sternenkreis nochmal starten. Aber jetzt werde ich erstmal den Part beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder.